Hallo ihr Lieben, unser heutiger Gast ist Tom Prehn. Tom ist Coach, Seminarleiter und Speaker. Er hilft Menschen dabei, herauszufinden, was ihr Lebenssinn ist, um dann eigene Ziele zu setzen und zu erreichen. Also unglaublich wichtige Aspekte, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und ich freue mich jetzt sehr, dass du hier bist, Tom. Ja, hallo lieber Jan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr schön. Wir haben jetzt schon so ein bisschen auch darüber geredet, wo du herkommst. Und ich weiß ja, dass du heute auch zum Beispiel Schulen berätst. Deswegen würde ich gerne ein bisschen die Uhr zurückdrehen und mal damit einsteigen, wie so deine eigene Schulzeit war, weil ich das auch ganz spannend finde, jetzt wo du so den Perspektivwechsel hast und selber in der beratenden Rolle bist. Erzähl mal ein bisschen davon. Also ich bin Kind von zwei Lehrern. Und und insofern war Schule sicherlich sehr präsent, war ein sehr präsentes Thema auch. Ich hatte das große Glück, dass Schule zwar auf der einen Seite mir nie besonders große Freude bereitet hat, aber auch nie ein unglaublicher Stress war. Schule war für mich etwas, das war wie sozusagen meine Arbeit. So wie die Erwachsenen arbeiten, also viele Erwachsene arbeiten gehen, um Geld zu erhalten, bin ich halt, war das meine Aufgabe, in die Schule zu gehen, um halt dann später irgendwie mal einen Abschluss zu haben. Und ich hatte eben gesagt, ich hatte vielleicht ein bisschen Glück. Das Glück sehe ich, glaube ich, darin, dass ich Schule damals kaum hinterfragt habe. Ich habe für mich selten, zumindest habe ich mich nicht an der Frage aufgehangen, welchen Sinn hat das Ganze. Das ist etwas, was ich heute in meiner Arbeit mit Schülern ganz anders erlebe. Die hinterfragen das sehr viel mehr, was ich total begrüße und was es ihnen gleichzeitig, glaube ich, nicht immer leicht macht. Auf jeden Fall. Ich denke, wie du schon gesagt hast, wenn man das erstmal nicht hinterfragt, hat man es vielleicht in der Schule einfacher. Ob das so das Richtige ist, da können wir gerne gleich noch drauf zu sprechen kommen. Jetzt finde ich es ganz interessant, zwei Lehrer als Eltern. Hast du denn so ein großes Learning von deinen Eltern quasi, was dir so in Erinnerung geblieben ist, was du so von denen gelernt hast, vielleicht auch von deinem Vater? In Bezug auf Schule? Nee, generell, was du von denen gelernt hast. Muss jetzt überhaupt nicht auf Schule bezogen sein. Habe ich dich auch nicht vorbereitet auf die Frage, aber ist mir jetzt gerade dabei so eingefallen. Ich meine, wir alle lernen von unseren Eltern, glaube ich, ganz maßgeblich viel, vielfach unbewusst. Das sind einfach unsere großen Vorbilder. Und auch wenn man immer so sagt, die ersten 7, die ersten 10 Jahre sind besonders prägend, so glaube ich, dass das auch danach, auch in der Pubertät, hört das nicht auf. Da wird die Peer Group zwar wichtig. Insofern ja, glaube ich, dass ich ganz viel von meinen Eltern übernommen habe. Und es gibt so eine Sache, für die ich meinen Eltern besonders dankbar bin. Und das ist der Punkt, dass sie mich immer in allen Dingen, die mir wirklich wichtig waren, unterstützt haben. Die haben das durchaus schon mal gechallenged. Ja, und haben dann nicht immer alles gesagt, ja Tom, alles klar, was weiß ich, wenn du gerade Geld brauchst, dann kriegst du jetzt Geld oder wenn du irgendwie was anderes, dann durfte ich das machen. Aber wenn die gemerkt haben, dass mir das echt wichtig ist, dann hatte ich volle Rückendeckung. Gleichzeitig habe ich von meinen Eltern sicherlich auch etwas anderes gelernt, was heute entscheidend für meinen weiteren Werdegang war oder heute für meinen Beruf ist. Und zwar, meine Mutter hat mir immer gesagt, Junge, such dir einen Job, der dir Spaß macht. Und ja, die Vorstellung fand ich ja auch immer schön und gleichzeitig hatte ich keine Ahnung, was das sein sollte. Und vielleicht kennst du das, Eltern in ihrer Erziehung, wenn Kinder machen ja nicht unbedingt das, was sie von uns Eltern hören, sondern sie machen das, was sie bei uns Eltern erleben. Das heißt, wenn ich meinem Kind immer erzähle, wie wichtig es ist zu lesen, mein Kind sieht mich aber niemals lesen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es diese Priorität irgendwie für sich aufnehmen kann. Und meine Mutter hat zwar immer davon gesprochen, dass ich mir einen Job aussuchen soll, der mir halt Spaß macht und gleichzeitig habe ich weder bei meinem Vater noch bei meiner Mutter das Gefühl gehabt, dass die in ihrem Job wirklich erfüllt waren. Und das ist bei denen halt, auf der einen Seite zum Geldverdienen war und auf der anderen Seite ist dieser Beamtenstatus natürlich ein massives oder
kann ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis stillen. Und meine Eltern waren, glaube ich, beide, oder meine Mutter ist auch weiterhin eine sicherheitssuchende Frau. Genau, und insofern habe ich an der Stelle vielleicht etwas erlebt, auch in dem Kontrast zu ihrer Aussage, wo ich ein Spannungsfeld gemerkt habe. Und vielleicht ist das Mitgrund, warum ich heute genau Menschen dabei helfen möchte, das rauszufinden, wie das geht, weil das ist nicht so einfach. Also dieses erfüllte, dieses glückliche Leben. Auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr wichtiges und großes Thema, dem du dich da angenommen hast. Und bei dir ist ja auch das Interessante, es ging ja auch nicht direkt so los. Du bist ja nicht als Coach eingestiegen. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie das so nach der Schule für dich war, welchen Weg du vielleicht erst gegangen bist und wie du da hingekommen bist zu deinem Coach sein? Ja, also mein Weg war der eines Suchenden. Auch wenn mir das vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst war, weil diese Aussage meiner Mutter dann vielleicht auch schnell wieder in Vergessenheit geraten ist. Am Ende der Schullaufbahn hatte ich im Grunde keinen Plan, was ich machen möchte. Es gab so zwei Ideen. Das eine war Schauspiel. Ich hatte irgendwann in der Schule auch so Theater gespielt. Ich habe mich in meiner Freizeit viel mit Gedichten und so weiter beschäftigt. Das machte mir einfach Spaß. Gleichzeitig, klar, ich meine, Hollywood-Stars kann man schon mal werden, ne? Das ist jetzt auch okay. Und auf der anderen Seite sagte die Schule halt, hey, du kannst Mathe, du kannst Physik. Dann war ich mal so bei einem unglaublichen Berufsberatungsgespräch, ich glaube in der 10. Klasse oder 11. Klasse sind wir alle in so einen Bus gesperrt worden, dann sind wir zum nächsten Berufsinformationszentrum gekarrt worden und dort hat dann eine Dame sich mein letztes Zeugnis angeschaut. Und allein aufgrund dieser Noten mir Berufsvorschläge gemacht. Und genau, Schule sagte halt Mathe, Physik. Und ich bin dann, das muss ich gerade überlegen, genau, Zivildienst habe ich erstmal im Rettungsdienst gemacht. Medizin fand ich auch spannend. Dann habe ich ein Jahr semiprofessionelles Schauspiel betrieben und bin dort dieser Theaterleidenschaft nachgegangen, um am Ende für mich zu der Entscheidung zu kommen, Theater macht mir Spaß, aber nicht als Beruf. Mhm. Und bin dann dem schulischen Hinweis gefolgt und habe angefangen, Maschinenbau zu studieren. Andere Leute, die keine Ahnung haben, was sie machen wollen, studieren BWL, weil man damit irgendwie noch alles machen kann. Und ich habe halt Maschinenbau gemacht, weil du damit auch noch viele Möglichkeiten hast und ich wusste es halt nicht. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es das nicht ist. Habe nach einem Semester dann schon angefangen, meinen Auslandsaufenthalt zu planen. Ich wollte nach Lateinamerika, ich wollte Spanisch lernen und ich wollte vor allem einfach mal raus. Habe das dann auch gemacht, mit der Idee, mich selber zu finden. Und war ein knappes halbes Jahr mit dem Rucksack unterwegs. Habe Spanisch gelernt, war viel tauchen, bin durch Mexiko, Honduras, Guatemala gereist. Bin dann zurückgekommen und hatte mich nicht gefunden, auch wenn ich rückblickend sagen kann, wenn ich damals vielleicht einen Coach gehabt hätte, dann hätte ich mir vielleicht weitere Umwege gespart, aber der Begriff Coach, der existierte in meinem Universum noch gar nicht. Und ich bin zurück in den Maschinenbau, nur um zu merken, also sehr schnell zu merken, nach 6 Wochen hing es mir wieder zum Hals raus und ich habe gedacht, das kann es irgendwie nicht sein. Und bin dann einem gewissen inneren Leistungsdruck oder dem Bedürfnis, mich über Leistung beweisen zu wollen, gefolgt. Und ich hatte von einem Studiengang gehört, der nannte sich Technische Mathematik und der war als Elite-Studiengang verschrien, weil er auf der einen Seite das abstrakte Denken eines Mathematikers fordert und auf der anderen Seite aber das, sagen wir mal, reelle oder praxisnahe Denken eines Maschinenbauers, war so eine Kombination daraus. Ja, und dann habe ich technische Mathematik studiert, habe das dann auch beendet, nicht unbedingt immer überzeugt davon, dass das Richtige für mich ist, aber ich wollte das dann beenden und wusste aber immer noch nicht, was ich machen will. Ja, und dann, um es so ein bisschen abzukürzen, dann ist mir noch eine Promotionsstelle angeboten worden, wo ich dann auch reingegangen bin. Da sind allerdings dann plötzlich dann die Gelder flöten gegangen, so dass ich Gott sei Dank relativ kurze Zeit drauf später wieder
da stand und dachte, was will ich denn machen? Und ich wusste, ich will irgendwie zumindest mal mit Menschen arbeiten und nicht alleine mit mir und den Formeln. Und bin dann in die Wirtschaft gegangen und ja, und aber auch, was mir am Ende wirklich geholfen hat, auf den Weg zu kommen, ist, dass ich erfahren habe, dass ich Vater werde. Das war bei uns nicht ganz so geplant. Ah, okay. Und in dem Moment ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass ich einfach nur einmal lebe. Oh. Warum auch immer. Theoretisch war mir das sicherlich vorher auch irgendwie klar, aber in dem Moment ist das, in dem Moment habe ich es gespürt. Und ich saß in meinem Büro am Schreibtisch und ich hatte so das Gefühl, die Tür geht auf, aber es kommt niemand rein, sondern nur eine Frage kommt rein. Und die Frage war, Tom, was machst du da? Was machst du da? Und die Antwort war relativ schnell und deutlich da, ich bin hier wegen des Geldes. Mhm. Und im Grunde war ich das ganze Leben auch diesem Ruf halt irgendwie gefolgt. Ne? So wie meine Eltern, die haben sich einen sicheren Job gesucht, wo man vernünftiges Geld verdient, wovon man dann leben kann. Und ich bin halt auch diesem Ruf gefolgt. Und die Frage, was macht mich denn glücklich, die war zwar vielleicht mal in meinem Hinterkopf, aber ich habe sie mir, ich bin der nie ernsthaft nachgegangen. Ich habe nicht, oder ich habe mir zumindest keine Unterstützung gesucht. Ja, wenn du den Wunsch hast, Tennis zu lernen, dann nimmst du vielleicht mal so einen Schläger in die Hand und probierst mal ein bisschen was aus und guckst mal, wie es läuft. Und wenn das dann gut läuft, ist wunderbar, dann kannst du Tennis spielen. Wenn das aber nicht funktioniert und du weiterhin den Wunsch hast, Tennis zu spielen, dann holst du dir einen Lehrer. Und der bringt dir das bei. Oder einen Trainer, der bringt dir das bei. Bis du es kannst. Und was ich bei mir erlebt habe und was ich bei vielen anderen Menschen auch erlebe, ich glaube, wir wollen alle ein glückliches, erfülltes und zugleich erfolgreiches, also im finanziell erfolgreiches Leben auch führen. Weil ich glaube, in der Gesellschaft, wo wir leben, ist finanziell einfach, also Geld einfach eine wichtige Geschichte. Aus meiner Sicht ist es einfach eine gewisse Form der Energie, ja. Und nur, dass wir überlegen uns das oder wir haben diesen Wunsch, aber erstens wird uns in der Schule nie beigebracht, wie wir damit umgehen können. Oder diese Frage wird aus meiner Sicht zumindest nicht ausreichend thematisiert. Und zumindest wir Deutschen haben noch nicht die Mentalität entwickelt, dass wenn ich an diesem vielleicht wichtigsten Projekt in meinem Leben überhaupt, wenn ich da alleine nicht weiterkomme, mir einen Trainer, einen Lehrer, einen Mentor, ein Vorbild, irgendwas zu holen. Und wenn es am Anfang erstmal nur ein Buch ist vielleicht, ja, aber ja, sich irgendwie Unterstützung zu holen, weiterzumachen. Und ich habe das halt auch nicht. Und als mir aber dann klar wurde, dass ich A, nur einmal lebe und B, gerade in eine Richtung gehe, die mich nicht glücklich macht. Da hat es bei mir echt geklingelt. Also das war mein Weckruf. Und dann bin ich 6 Wochen später hatte ich meinen Job gekündigt und meine Ausbildung gebucht. Und, Ausbildung zum was? Ausbildung? Erstmal zum Kinder- und Jugendcoach. Tatsächlich, okay. Ich habe mein Leben lang, also was heißt mein Leben lang, also am Ende von Schulzeit, während der Uni, Menschen in Mathe unterstützt. Also Schüler und Studenten in Mathe unterstützt. Als Tutor, als Mentor, als Nachhilfelehrer, manchmal privat, manchmal in Organisationen über die Uni. Und was ich gemerkt habe, ist, dass meine Matheunterstützung zum einen fachlich war, aber zu einem sehr großen Teil auch eher so eine fast pseudopsychotherapeutische Begleitung. Ja, weil ich einfach gemerkt habe, dass die meisten Menschen aus meiner Sicht nicht am Fachlichen scheitern. Die sind nicht zu dumm dafür, denen fehlt kein Mathe-Gen oder sonstiges, sondern das ist eine Einstellungsfrage. Ja? Und das ist nicht böse gemeint, wenn Eltern ihren Kindern, wenn sie in die Schule kommen, dann sagen, oh, dann hast du auch Mathe, ne? Papa und ich konnten Mathe nie. Ja? Das ist nicht böse gemeint, aber so ein Kind, ja, die großen Vorbilder, ja, die Götter am Horizont, meine Eltern, konnten kein Mathe. Wie soll ich das können? Also da können sich Glaubenssätze manifestieren, die nicht so leicht wieder rauszubringen sind. Und nachdem ich das so gemerkt hatte, hatte ich die Idee, ich mache mich als Kinder- und Jugendcoach selbstständig mit dem Schwerpunkt, diese in Mathe zu unterstützen. Also coaching-gestützte Mathe-Nachhilfe.
sozusagen. Genau, dann habe ich einen Kinder- und Jugendcoach gemacht und habe dann noch, es gibt dieses neurolinguistische Programmieren, NLP. Es hat so ein bisschen einen umstrittenen Ruf. Da habe ich noch einen Practitioner und Master gemacht. Dieser umstrittene Ruf liegt, glaube ich, daran, dass es sehr viel im Verkaufstraining eingesetzt wird. Und dort nutzen Verkäufer dieses Tool nicht unbedingt, um herauszufinden, was das Beste für den Käufer ist, sondern einfach, wie sie halt was möglichst Teures verkaufen können. Ich sehe NLP so, als sowas wie ein Hammer, ja, oder ein Messer. Ich kann mit einem Hammer einen Nagel in die Wand schlagen, um ein Bild aufzuhängen und die Wohnung zu verschönern oder einen Stuhl bauen. Ich kann aber auch mit einem Hammer jemanden den Schädel einschlagen. Also ich glaube, es ist nicht NLP, sondern es ist die Haltung, wie ich dieses Werkzeug benutze. Kannst du ganz kurz noch erklären, für jemanden, der jetzt gar keine Ahnung hat von NLP, von den Zuhörern, was das ist? Im Grunde ist es nur eine Form des Coaching-Ansatzes. Ja, also es gibt einfach gewisse Annahmen, beziehungsweise es gibt ja auch gewisse Erkenntnisse darüber, wie unser Gehirn funktioniert. Und wir programmieren das sozusagen die ganze Zeit durch das, was wir erleben, durch das, was wir denken, durch das, was wir aus unserer Umwelt aufnehmen, unbewusst. Ja, kaum einer überlegt sich, wenn er eine Serie anschaut, die er irgendwie total cool findet, da überlegt sich ja keiner, welches Weltbild imprägniere oder einprogrammiere ich damit in mein Gehirn. Ja, also wenn ich mir ständig Geschichten, Filme etc. oder Nachrichten darüber anhöre, wie schlecht und grausam die Welt ist, wie viele Intrigen, dass man Menschen nicht trauen kann und dergleichen, dann brauche ich mich doch nicht zu wundern, wenn ich ein Weltbild habe, wo ich niemandem mehr vertraue. Auf jeden Fall. Und das NLP ist eine Möglichkeit, sich mal bewusst hinzusetzen und zu überlegen, was davon ist denn eigentlich wahr und gibt es vielleicht noch eine Alternative? Und ist diese Form des Weltbildes, die ich mir aufgebaut habe, hilfreich für mich oder macht dies mir einfach schwerer? Genau, und da einfach anzusetzen und zu gucken, wie kriege ich ein Mindset, das mir hilft, das mir hilft, mir morgens aufzustehen, welches mir hilft, diesen Wünschen und Träumen, die ich in mir habe, auch zu folgen und sie umzusetzen. Ja, sehr spannend und mega wichtig. Und ich finde es auch cool, dass du jetzt die Geschichte so erzählt hast mit den ganzen unterschiedlichen Wegen, diesem Struggle, auch das Richtige zu finden, weil ich glaube, das ist etwas, was so viele Menschen auch begleitet, auch wie das bei dir war während des Studiums. Ich kenne auch so viele Menschen, die hinterfragen, ob das wirklich das Richtige ist und dann aber trotzdem auch erstmal wie bei dir in den Beruf reingehen, wo sie sich vielleicht überhaupt nicht sicher sind, ob ja. das jetzt was für sie ist. Jetzt hast du gesagt, der Auslöser war bei dir quasi, dass du wusstest, dass du Vater wirst, ja. Was ja auch viele nicht haben. Aber wie hat dann, oder noch nicht vielleicht früh genug in ihrem Leben haben, so einen Auslöser, wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du jetzt gesagt hast, boah, nee, ich höre auf mit diesem sicheren Job, wahrscheinlich auch sicheres Geld, Kind ist auf dem Weg. Das muss ja auch eine krasse Situation gewesen sein. Ja, es gab solche und solche Stimmen. Es gab natürlich diejenigen, die gesagt haben, ey, bist du verrückt? Also das kannst du nicht machen. Ja, ich meine, wie verantwortungslos, gerade jetzt in dieser Situation, einen Job aufzugeben, der A, tatsächlich ein gutes Geld gebracht hatte und B, das war ein junges, aufstrebendes Unternehmen und der Chef, ich weiß bis heute nicht genau warum, aber er liebte mich. Also die Karriereleiter war ausgerollt quasi. Mhm. Und dann in einen Bereich zu wechseln, ich habe mal gehört, keine 7% von den Coaches können von dem leben, was sie tun. Aus dem, was ich so erfahren habe, einfach in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, es sind noch sehr viel weniger. Also in dem Bereich, mich selbstständig zu machen, ja, es gab die Leute, die fanden das völlig verantwortungslos. Und Gott sei Dank, insbesondere meine Frau, stand von Anfang an hinter mir und hat gesagt, Tom, das ist deins, mach das. Wir kriegen das hin. Und da bin ich unglaublich dankbar für. Und das war nicht immer leicht. Ja, also ich habe, es gab,
es gab Zeiten, wo ich einfach das Konto immer beobachtet habe, ja, wie nah bin ich an der Dispo-Grenze und dann irgendwann bei meinen Eltern angeklopft habe und gesagt habe, wir brauchen Geld, um die nächste Miete zu zahlen. Ich habe mir bei Freunden Geld geliehen. Ich glaube, Geld macht nicht glücklich, aber finanzielle Sorgen zu haben, also Geldsorgen zu haben, können unglaublich belastend sein. Also zumindest haben wir das so wahrgenommen. Und ja, war keine einfache Zeit. Und wenn meine Frau dann das nicht von Anfang an so unterstützt hätte, dann weiß ich tatsächlich auch nicht, ob mir das gelungen wäre, so dabei zu bleiben. Total schön. Und mir dann auch von der Seite aus von deiner Frau, dass sie dich da so unterstützt hat, echt, echt toll von ihr. Ja. Jetzt hast du schon angesprochen, und das ist ja auch häufig Thema in deinen Coachings und in deinen Reden, dass man halt beides braucht. Man braucht halt man braucht den finanziellen Aspekt, aber der sollte nicht komplett im Vordergrund stehen, nur dem Geld hinterher zu laufen. Bei dir war der Auslöser die Geburt oder dass du wusstest, dass du Vater wirst, aber was sollten sich denn jetzt die Menschen für Fragen stellen, um herauszufinden, was sie in ihrem Leben glücklich macht auf der Arbeit, die jetzt vielleicht nicht mal mehr diesen Auslöser haben, die jetzt aber diesen Podcast hören und sich aber auch denken, hey, ja, Geld ist nicht alles, ich bin irgendwie überhaupt nicht erfüllt und glücklich in dem, was ich tue. Wie hilfst du oder wie kannst du so Menschen helfen? Was für Fragen müssen die sich stellen? Ich glaube, dass unsere Gesellschaft so stark auf Leistung und Geld fixiert ist, dass wir daneben diese anderen Dinge, die fallen hinten runter, zu sehr. Also ich kenne, glaube ich, keinen einzigen Menschen, der auf einer Schule war, wo es im Wesentlichen darum ging zu lernen, ein glückliches, erfülltes, ja, und auch erfolgreiches Leben zu führen. Sondern es geht immer nur um diese guten Noten. Und ja, warum denn die guten Noten? Damit du dir deinen Job aussuchen kannst. Und warum sollst du dir deinen Job aussuchen? Ja, damit er Spaß macht, aber auch, damit er halt genügend Geld bringt. Ich glaube, dass der erste Schritt ist, dieses Bedürfnis überhaupt wieder wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Das Bedürfnis, anders leben zu wollen. Nicht nur in diesem Hamsterrad, wie es viele empfinden, tagtäglich zu laufen, sondern wirklich nochmal hinzuhören, was würde ich denn machen, wenn ich das frei entscheiden könnte? Denn ich glaube, dass wir durch diese Gesellschaft, die uns ja immer wieder darauf trimmt, ob das diese Frage ist, was willst du einmal werden? Kennst du das, diese Frage? Was willst Auf du jeden Fall, werden ja. an junge Menschen? Also da steckt ja im Grunde drin, dass sie noch nichts sind. Oder zumindest, dass das, was sie aktuell sind, bitte nicht das ist, was sie bleiben sollten. Weil sie sollen ja mal noch was werden. Und gemeint ist damit immer der Beruf. Und ich glaube, die Frage, was willst du einmal machen, und zwar jetzt ohne den gedanklichen Zusatz, um Geld zu verdienen, wäre viel spannender oder viel hilfreicher. Und das heißt, das, woran ich mit meinen Kunden in der Regel als allererstes arbeite, ist tatsächlich nochmal zu lernen, zu träumen. Je jünger die Menschen sind, desto leichter fällt ihnen das im Schnitt. Stimmt nicht für jeden. Nochmal zuzulassen, Kinder sind phänomenal da drin, da ist alles möglich. Ja? Die können wirklich träumen, ohne dass dieser Kritiker innen drin sofort alles zensiert und sagt, geht nicht, lass es sein, kannst du nicht, ist zu groß, du bist zu jung, zu alt, zu männlich, zu egal was. Und dort wieder zuzulassen, stell dir mal vor, du könntest dein Leben malen, du könntest es dir backen, du könntest. Welche Zutaten würdest du da reintun? Und wie viel davon? Und wie würdest du die verteilen? Das heißt, im ersten Schritt erstmal die Frage, geht es darum, eine Vision aufzubauen? Wie sähe dein ideales Leben aus? Und
Das ist häufig aus meiner Erfahrung der schwierigste Schritt. Wenn ich dem näher gekommen bin, und manchmal hilft tatsächlich diese Frage, was würdest du tun, wenn du kein Geld verdienen müsstest, wenn das nicht wichtig wäre, warum auch immer. Ja? Und Geld verdienen ist wichtig, aber wir sind so sehr auf Geld verdienen gepolt, dass es nicht schwer ist, sich diese Frage zu stellen. Ja? Wie kann ich dann Geld verdienen? Also diese Frage erkennen wir alle als sinnvoll und der gehen wir alle nach. Aber diese Frage erstmal, was will ich denn eigentlich machen? Was ist denn mein Herzenswunsch? Und da ist es jetzt spannend, abhängig vom Alter oder am Alter kann man es gar nicht so festmachen, es ist ein Entwicklungsgrad. Das korreliert natürlich in gewisser Weise. Aber ab einem gewissen Entwicklungs- oder Reifestatus ist es zum Beispiel ein ganz natürliches Bedürfnis von uns Menschen, einen Beitrag leisten zu wollen. Ich glaube, Buddha war das, der hat mal sinngemäß gesagt, wer sich sein Leben lang nur um sich selber kümmert, wird nie wirklich glücklich werden. Mhm. Und das spüren wir. Und wann spüren wir das? Häufig in der Midlife-Crisis. Da kommt nämlich die Frage, welchen Sinn hat mein Leben? Mhm. Und bis dahin haben wir uns häufig das Finanzielle erfüllt oder zumindest mal uns finanziell an einen Punkt gearbeitet, an dem es okay ist. Aber so was Glück und Zufriedenheit und Erfüllung angeht, ist es häufig halt nicht okay. Und das heißt, je nach Reifegrad unterscheidet sich dann auch so ein bisschen natürlich die Fragestellung. Aber in erster Linie ist es, glaube ich, aus meiner Sicht wirklich immer dieser Schritt, erstmal sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich die Frage zu stellen, wenn ich es mir basteln könnte, wenn ich es mir malen könnte, wenn ich es mir aussuchen könnte, wie wäre mein Leben und zwar ohne den Kritiker. Also nur einen konstruktiven Kritiker im Sinne von vielleicht, wie kommst du dahin, aber auch das ist eigentlich erst der zweite Schritt. Walt Disney, ja. Kennst du. Walt Disney hat eine Strategie entwickelt mit drei Charakteren. Also so hat er seine Projekte aufgebaut. Und da gab es auf der einen Seite den Träumer, dann gab es den Handelnden oder den Umsetzer und es gab den Kritiker. Und er hat immer gesagt, solange der Träumer träumt, darf er nicht gestört werden. Er muss erstmal sein Luftschloss aufbauen können. Walt Disney hat auch diesen Satz geprägt, if you can dream it, you can make it. Und ich glaube, er hat phänomenale Sachen in die Welt gebracht. Und gerade, ich weiß nicht, wie das in anderen Kulturen ist, aber gerade wir Deutschen, wir sind ja sehr, sehr mit unseren Tugenden und rational und diszipliniert und wie soll das denn alles gehen, ja? Es wird sofort innerlich kritisiert. Deswegen gib dem Träumer Raum. Und dann kommt der Handelnde. Und der macht einen Plan. Und erst dann in den dritten Schritt kommt der Kritiker, und zwar nur ein konstruktiver Kritiker. Im Coaching ist das meine größte Aufgabe, sämtliche destruktive Kritik sofort abzufangen und rauszunehmen. Sondern nur ein Kritiker, der sagt, okay, du hast jetzt einen Plan, für den brauchst du ein Startkapital von 5 Millionen. Du hast gesagt, da gehst du zu deiner Bank, die gibt dir das. Wie sicher bist du dir, dass das gelingt oder auf welcher Grundlage hast du diese Entscheidung getroffen? Ja, also das wäre ein konstruktiver Beitrag dazu, um diesen Plan zu verbessern. Ja, da steckt mega, mega viel drin in dem, was du jetzt erzählt hast. Ich werde nochmal, bevor ich in dieses Umsetzen der Vision reingehen will, weil ich habe da ein, zwei Sachen bei dir jetzt gefunden, mit denen ich total, die ich auch schon so erlebt habe, auch in der Schule zum Beispiel schon. Du hast gesagt, je jünger die Menschen sind, desto leichter fällt es ihnen meistens auch so zu träumen und Visionen zu entwickeln. Und ich habe zum Beispiel mal mit meinen Schülern so Vision Boards erstellt. Ja, und schön. Da stand auch etwas mit drin, was du gesagt hast, dass das über mehr sein soll, als jetzt, was ihr arbeiten wollt, also was euer Beruf sein soll, womit ihr Geld verdienen sein wollt. Und bei ganz vielen, die haben dann dazu auch ein Gedicht geschrieben zum Beispiel, war die
Kernaussage, I want to be happy, also ich will glücklich sein später, ich will eine schöne Beziehung zu meiner Familie haben, ich will gesund sein, ich will noch Sport machen können. Und da war ein kleiner Aspekt dieses, was du gesagt hast, wo sie arbeiten wollen. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, je älter die Menschen werden, kann ich mir vorstellen, dass das schwieriger wird, das mit in die Vision einzuplanen. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, was du da geteilt hast. Ich weiß nicht, ob du diese Studie kennst zum Thema Genialität und Kinder und wie sich Genialität weiterentwickelt. Also man hat Kinder, wie alt waren die denn? Vor Schulbeginn auf jeden Fall. 3, 4, 5 Jahre getestet. Und Genialität hat man so bewertet, dass man, also im Grunde out of the box denken. Das heißt, man hat Kindern Gegenstände gegeben und hat sie gefragt, was man damit alles machen kann. Zum Beispiel eine Büroklammer oder sowas. Oder ein Stift oder eine Schere oder irgendwie sowas. Und dann hat man einfach geguckt, wie viele Möglichkeiten, wie viele Verwendungsmöglichkeiten finden die. Und vor der Schule sind 98% der Kinder als genial bewertet worden. Also, dass sie unglaublich viele Ideen abseits von dem, sagen wir mal, dem normalen Nutzen dieser Gegenstände gefunden haben. Und dann hat man das alle paar Jahre wiederholt und am Ende der Schullaufzeit sind es noch 2%. Wow. Nein, das könnte ich noch nicht. Krass, heftige Entwicklung, ja. Ja, und ich meine, da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher, dass es eine ähnliche Studie zum Thema Hochbegabung gibt. Ich weiß nicht, ob das so ähnlich bewertet worden ist, aber vor der Schule sind ungefähr 98% der Kinder hochbegabt, nach der Schule noch dann diese 2. Ja, traurige Entwicklung auf jeden Fall. Das spricht Bände. Jetzt sagen wir mal, wir haben diese Vision erstellt. Ja. Jetzt hast du schon ganz kurz am Ende, bevor ich dich unterbrochen hatte, angesprochen. Jetzt gibt es ja noch weitere Schritte, auf die du eben auch eingegangen bist. Wie kommt man denn jetzt von dieser Vision, vielleicht könntest du es einfach nur noch mal ein bisschen ausführen, man hat die Vision, auch vielleicht für unterschiedliche Lebensbereiche, aber wie geht es jetzt weiter ins Handeln? Weil ich glaube, viele, ja, die malen sich dann die schönste Vision aus, aber die fangen dann nicht an, daran zu arbeiten oder trauen sich nicht, den Schritt zu gehen, den du gegangen bist. Wie hilfst du so Menschen? Das ist das entscheidende Wort, was du, glaube ich, gerade benutzt hast, das Wort sich trauen. Ich glaube, das, was uns aufhält, sind Ängste. Und zwar im Wesentlichen Versagensängste. Und das hat, glaube ich, wieder etwas mit unserer Mentalität, insbesondere in Deutschland, zu tun. Wenn du dich auf den Weg zu deinem Glück, zu deiner Selbstverwirklichung machst, dann fällst du sowieso aus der Norm. Ja, weil viele gehen diesen Weg einfach nicht. So, dann zu scheitern, ist doppelt dramatisch, sozusagen. Dagegen die ganzen Menschen, die sozusagen den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen, diesen Weg gehen, finanziell sich was Schönes aufbauen und dann nicht glücklich sind, das ist alles halb so wild, das ist nicht so schlimm, weil man hat ja alles richtig gemacht, also sagt die Gesellschaft. Ja, also zumindest ist man da erfolgreich, es fühlt sich zwar nicht gut an, aber man kann sich wenigstens sagen, man ist erfolgreich. Aber wenn ich jetzt von diesem Weg abgehe, wo mir unter Umständen viele Leute sagen, Vorsicht, lass das mal lieber sein, oder auch eindringlicher das sagen, ja, und es klappt dann nicht, ja, dann kann der andere ja kommen und sagen, habe ich doch gesagt. Und diesen Schritt zu gehen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten aus meiner Sicht. Zum einen ist es aus meiner Sicht entscheidender, dass ich überhaupt einen Schritt in die richtige Richtung mache, als dass er besonders groß ist. Die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können. Also sie glauben immer, in einem Jahr habe ich mein ganzes Leben um 180 Grad gedreht. Und gleichzeitig unterschätzen sie, was sie in 10 Jahren erreichen können. Und für mich ist es wichtig, dass man losgeht und dass man anfängt.
Und in dem Moment, wo du losgehst und anfängst, verändert sich die Art und Weise, wie du denkst, beziehungsweise auf Dinge schaust. Ich weiß nicht, hast du, du warst wahrscheinlich irgendwann mal in der Fahrschule und hast Autofahren gelernt. Und vielleicht ja. kannst du dich daran erinnern, dass in dieser Zeit, wo du dich mit dem Thema beschäftigt hast, gefühlt jedes fünfte Auto ein Fahrschulauto war? Ja, jetzt wo du es sagst, auf jeden Fall häufiger, ja. So, mittlerweile werden dir die wahrscheinlich nur noch dann auffallen, wenn einer vor dir an der Ampel sein Auto abwirkt oder so. Und vorher wirst du die überhaupt nicht wahrgenommen haben, obwohl die ganze Zeit da sind. Und genauso ist das mit anderen Themen. Wenn du entscheidest, du möchtest Klavier lernen, dann wirst du plötzlich feststellen, dass irgendwie jeder zweite Klavier spielt. Also gefühlt. Ja? Hm. Also du hast einen ganz anderen Fokus. Du nimmst das wahr. Und das hilft dir in dem Moment, wenn du losgehst. Wenn du losgehst in Richtung deines Ziels, dich kontinuierlich und wenn es täglich nur ein paar Minuten damit auseinandersetzt, dann verändert sich dein Fokus, also das, was du wahrnimmst. Ich stelle mir das immer so vor, deine Augen sind wie eine Kamera und die haben einen Sucher. Und auf irgendwas ist der scharf gestellt und auf den großen anderen Teil nicht. Ja, also das können wir ja neurobiologisch auch nachweisen. Wir verarbeiten ja nur einen sehr kleinen Teil von dem, was wir prinzipiell wahrnehmen könnten. Ein schönes Beispiel für dich oder was auch jeder, der den Podcast jetzt vielleicht gerade hört, machen kann. Wenn du gerade irgendwo sitzt oder stehst, spür doch mal den Boden unter deinen Füßen. In dem Moment, wo du deine Aufmerksamkeit drauf richtest, wirst du deine Füße ganz anders wahrnehmen. Die Schuhe oder die Socken, die du vielleicht anhast oder auch den Boden an sich, den Kontakt, den du hast. Ja? Wenn du jetzt mit deiner Aufmerksamkeit mal weitergehst, du sitzt jetzt gerade, jetzt könntest du mal in deinen Hintern reinspüren, wie sich der Stuhl unter dir anfühlt. Wie weich ist der? Wo sitzt du wirklich auf? Haben die Beine Luft oder nicht? Welche Geräusche hast du vielleicht im Hintergrund bei dir? Ist es gerade warm oder kalt? Ja, und während du vielleicht gerade mal reinspürst, wie warm oder kalt ist es denn in dem Zimmer oder in dem Raum oder in der Gegend, wo du dich gerade befindest, ist der Boden unter deinen Füßen wieder vergessen und jetzt ist er wieder da. Stimmt? Stimmt. So. Wollte ich schon sagen, bevor du stimmt gesagt hast. Ja. So, das heißt, unsere Aufmerksamkeit, das ist aber alles die ganze Zeit da. Und du würdest die Raumtemperatur, der du eben mal einen kurzen Moment geschenkt hast, du würdest es in dem Moment merken, wenn sie sich zu stark quasi verändert hat und dir entweder kalt wird oder du anfängst zu schwitzen. Dann würdest du plötzlich deinen Pulli ausziehen oder dir würde frösteln oder so. Dann wird es in dein Bewusstsein reingespielt. Es ist also die ganze Zeit in deinem Unterbewusstsein da, aber du verarbeitest es nicht bewusst. Erst wenn es in irgendeiner Form für dich relevant wird. Wenn du anfängst, dich mit deinen Zielen zu beschäftigen, sagt dir dein Unterbewusstsein, das ist relevant für dich und spielt dir plötzlich sämtliche Informationen dazu rein. Und als ich damals losgegangen bin, hatte ich keinen genauen Weg, den ich gehen will. Vor allem, weil ich damals noch so dachte, ja, Kindern und Jugendlichen helfen, das ist schön und gut. Im Grunde müsste ich das aber in der dritten Welt machen. Zum Beispiel da in Mexiko oder so, wo ich war. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich da hinkommen würde. Und ich habe damals darauf vertraut, wenn ich losgehe, werde ich die Menschen treffen, die richtig sind für mich. Und dass ich jetzt nicht in der dritten Welt bin und den Kindern helfe, das liegt nicht daran, dass das in Vergessenheit geraten ist, sondern ich habe einfach andere Baustellen für mich gefunden. Und vielleicht haben sich auch Prioritäten einfach durch meinen Sohn in meinem Leben verändert. Ja? Aber genauso ist es. Wenn du anfängst loszugehen, wenn du vielleicht auch mit Menschen drüber sprichst, und da ist es hilfreich, dass du mit Menschen drüber sprichst, die offen sind für diese Dinge, ja? Also die ein ähnliches Mindset haben. Ja? Wenn du dann weiß ich nicht, deine besten Freunde damit ansprichst und deine Eltern und von allen kriegst du einfach auf den Deckel und sagst, ey, was ist das denn für eine Schnapsidee und mach mal schön dein Studium weiter oder deine Schule weiter, bevor du jetzt irgendwie Zeit darauf verwendest, dann kann das natürlich auch sehr hemmend sein. Auf jeden Fall. Aber je mehr du dir ein Umfeld aufbaust mit Menschen, die im Idealfall sogar schon da sind, wo du gerne hin möchtest, ja, nichts, aus meiner Sicht gibt es keinen größeren Katalysator, als sich einen Mentor zu suchen, also oder sich mit Menschen zu umgeben,
die das, was ich für mich erreichen möchte, irgendwie schon haben oder zumindest einen Schritt weiter sind. Egal, was das ist. Ob das, ob ich mit dem Rauchen aufhören möchte, dann umgib dich mit Nichtrauchern. Ob ich ein Instrument lernen möchte, dann umgib dich mit Menschen, die Instrumenten spielen. Ob du finanziell frei werden möchtest, dann umgib dich. Und du verstehst, was ich meine. Auf jeden Fall. Und das ist genau der Aspekt, der funktioniert, wenn du losgehst. Das ist das eine. Und kleine Schritte, die du dir zutraust, die auch noch nicht gefährlich sind, vielleicht. Einfach damit das Ding mal ins Rollen kommt. Ja, aus der Physik wissen wir, dass der Widerstand im Stehen ist größer als der Rollwiderstand. Ja, also wenn der Haftreibung nennt sich das, glaube ich, wenn da nicht ganz so drin, egal. Also wenn man einmal im Rollen ist, ja, ein Zug, der einmal rollt, den kriegst du nicht mehr so schnell aufgehalten. Ja. Da braucht es einfach echt Kraft. Aber wenn er steht und sich dann noch jemand davor stellt und den da drückt, den kriegst du nicht mehr losgeschoben. Und das ist der eine Punkt. Das heißt, ich ermutige Menschen dazu, such dir einen Schritt, den du gehen kannst und geh ihn. Und manchmal braucht es tatsächlich, oder ich weiß nicht, ob es es braucht, aber es ist sehr hilfreich, tatsächlich diese Ängste rauszunehmen. Und das ist zum einen kann es hilfreich sein, sich zu überlegen, was wäre denn, wenn diese Angst tatsächlich eintritt? Und dann stellen wir häufig fest, dass die Welt nicht untergeht und auch unser Leben nicht zu Ende geht. Ja. Ja. Ja, total, total wichtige Sachen. Also auch dieses Loszulegen, ins Rollen zu kommen, wie du das gesagt hast, unglaublich wichtig. Also wenn man die Vision hat, dann loszulegen, anzufangen, das ist ja schon mal, dann ist man ja schon mal den wichtigen Schritt gegangen. Und auch das, was du meintest, mit diesem Unterbewusst, wenn man sich Gedanken darüber gemacht hat, wo man oder was man erreichen will im Leben oder so Vision für sein Leben hat. Und selbst wenn man nicht weiß, wie du jetzt auch erzählt hast, wie man da genau hinkommt, aber einfach mal anzufangen und das so weit runterzubrechen auf den ersten Schritt, den man jetzt schon tun kann, ist, glaube ich, etwas unglaublich Wichtiges. Und dann war auf jeden Fall auch noch dabei, was ich total wichtig und toll fand, wie du schon gesagt hast, viele haben nicht dieses Umfeld, was jetzt darauf ausgerichtet ist, sich mit Selbstverwirklichung und Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen oder die mal einen anderen Weg gehen als jetzt vielleicht die klassische Anstellung oder mal ein bisschen abseits von der Norm unterwegs sind. Und da hast du gesagt, dass es dann halt klar, sowas wie einen Podcast zu hören, ein Buch zu lesen, das hilft auch enorm oder sich ein Vorbild zu suchen. Aber halt auch, wie ich finde, und deshalb ist es halt auch so wertvoll, dass du hier bist und das, was du tust, sich einen Coach zu suchen. Und da hilfst du ja auch den Menschen enorm. Hast du denn vielleicht mal, ich weiß, vielleicht darfst du es auch nicht erzählen, aber irgendeine Geschichte aus deinem Coaching, wo du jemanden auf so einem Weg begleitet hast, was du mit uns teilen kannst, dass die Menschen vielleicht noch eine Geschichte dazu haben? Ich meine, deine eigene Geschichte ist ja auch schon sehr inspirierend, was das angeht, aber vielleicht noch was aus dem Coaching? Ja, es gibt sicherlich ein paar Geschichten, die ich da teilen könnte. Ich überlege jetzt gerade, ich hatte zum Beispiel einen jungen Mann bei mir, der kam aus Österreich und der war gelernter Mechatroniker und war dabei, seine Matura nachzumachen. Das ist das österreichische Pendant zum Abitur. Und da gibt es 4 Prüfungen. Ich glaube, Deutsch, Englisch, dann sowas wie betriebswirtschaftliches Rechnen und Mathe. Deutsch und Englisch hatte er erledigt. Dieses BWR, betriebswirtschaftliche Rechnen oder das Pendant dazu, das hatte er einmal geschrieben, nicht bestanden. Und Mathe war er gar nicht angegangen. Und er kam zu mir mit dem Wunsch, musst du nachher mal gucken, ob die Story wirklich für dich genau da reinpasst. Er kam mit dem Wunsch, dass ich ihm helfe, sich dafür zu motivieren, diese Matura fertig zu machen. Und während des Coachings, ich habe ihn dann erstmal gefragt, wozu wäre das Ganze denn gut? Ja, sein Ziel war, mehr Geld zu verdienen.
Okay. Geld verdienen ist allerdings nie der letztendliche Grund, sondern Geld ist immer nur Mittel zum Zweck. Also, was ermöglicht dir denn dann Geld? Ja, dann kannst du vielleicht mehr reisen oder dir schöne, teurere Sachen kaufen oder was auch immer. Und mein Gefühl, ich höre da auch immer viel auf mein Gefühl und habe dann nachgefragt, was ist es denn, wozu wäre das denn gut? Und das hat mich alles nicht zufriedengestellt. Und irgendwann erzählte er, dass er sich eigentlich einen Job wünscht, der für ihn Sinn macht. Und dann habe ich mal gefragt, was macht denn für dich Sinn? Ja, irgendwie mit Menschen oder mit Tieren zu arbeiten. Und da blühte er dann zum ersten Mal wirklich so auf. Und ich merkte, wie er so aus dem Kopf ins Gefühl kommt. Und er sprudelte so los. Und dann kam plötzlich der Satz, und dann wäre es mir auch egal, wenn ich dabei weniger Geld verdienen würde. Und dann dachte ich so, Moment mal. Warte mal ganz kurz, ich spule mal den Satz zurück. Dann ist es dir auch egal, dass du weniger Geld verdienst. Okay. Das ging dann noch so ein bisschen weiter. Hintergrund war, der hatte vier Geschwister. Und diese vier Geschwister waren alle verheiratet, die hatten alle oder hatten zumindest eine feste Beziehung, die hatten allen Eigentum und die hatten alle die Matura. Er selber hatte keine Matura, er hatte kein Eigenheim und er hatte seit wenigen Wochen eine Freundin. Und er hat das zwar so nicht formulieren können, aber ich bin der festen Überzeugung, dass er durch diese Matura einfach mal ein Stück aufschließen wollte zu dieser Familie wieder. Und der war dann tatsächlich nur ein einziges Mal bei mir, hat für sich da erkannt, dass es ihm überhaupt nicht um die Matura geht und ist mittlerweile als Hundetrainer selbstständig, arbeitet da mit Tieren und mit Menschen. Ja, du weißt vielleicht, Hundetrainer arbeiten im Wesentlichen mit den Menschen und ganz wenig mit den Hunden. Also wenn es jetzt nicht nur darum geht, die zu erziehen, sondern irgendwie auch gerade, wenn es so ein bisschen schwierig ist zwischen den beiden. Und ich weiß gar nicht, wo sein finanzieller Status aktuell ist, aber der war damit einfach happy und damit war diese Geldfrage tatsächlich für ihn auch erledigt. Also es war auch so eine Blockade, die es gab. Es war jetzt nicht unbedingt eine Angst, über die wir gerade gesprochen haben, irgendwie loszugehen. Aber in dem Moment, wo er das für sich erkannt hatte, in welche Richtung er gehen will, er ist im Grunde aus dem Coaching noch gar nicht mit der Idee Hundetrainer rausgegangen, sondern mit, es geht mir um was anderes. Und da hat sich ja auch was gelöst und da sage ich immer, da wird Energie freigesetzt, genauso wie wenn ich eine Angst löse, Ängste binden Energie, die habe ich nicht zur Verfügung, weder um kreativ zu denken, noch um aktiv was umzusetzen. Und je mehr das gelöst ist, desto freier kann ich mich bewegen und dann kommen Dinge ins Rollen. Und ja. Ist doch eine total schöne Geschichte und ich finde, das passt super rein. Und das zeigt halt auch einfach, wie du hast jetzt gesagt, er war nur einmal bei dir, wie dieser eine Ansatz, dieser eine Funken so ein Leben verändern kann und das so zum Besseren und zum Schöneren machen kann. Und das finde ich total. Gleichzeitig möchte ich da kurz einhaken. Einmal, Co also Coaching ist häufig sehr schnell und gleichzeitig ist es keine Magie und keine Zauberei, kein Hexenwerk. In der Regel kommen die Menschen schon häufiger zu mir, um etwas zu machen. Und ich bin tatsächlich auch kein großer Freund davon, tatsächlich nur ein Coaching sozusagen mit jemandem zu machen, gerade weil Coaching nachwirkt. Das heißt, wir erarbeiten etwas, und dann gibt es in der Regel Aufgaben bis zum nächsten Mal. Diese Aufgaben ist vielleicht ein bisschen anders als in der Schule. Ich habe zwar manchmal Ideen, aber in der Regel frage ich erstmal den Menschen, der zu mir gekommen ist, was glaubst du denn, was jetzt sinnvoll wäre bis zum nächsten Mal? Und das kann dann sein, dass man sich mit einem Thema auseinandersetzt, dass man mal irgendwie guckt, wie es einem mit einer bestimmten Situation jetzt geht, dass man was ausprobiert oder dergleichen, genau. Ja, finde ich absolut legitim. Und ich denke auch, es ist ganz wichtig für Menschen, so eine Begleitung dabei zu haben, dass man halt auch, na, ich weiß jetzt nicht, ob es man unbedingt so Druck nennen kann, aber jemand hat, mit dem man dann darüber wieder reden kann und wo man halt immer wieder hinkommt und der einen bei den Zielen dann begleitet. Ich denke, das ist auch sinnvoll, das dann natürlich mehr als einmal zu machen.
Jetzt sind wir schon mitten in deinem Coaching und das liegt mir jetzt sehr auf der Zunge, dich das zu fragen, weil du hast mir am Anfang auch was sehr Interessantes noch im Vorgespräch erzählt, dass du gerne, oder erzähl du es vielleicht mal so ein bisschen, bei großen Entscheidungen ist ja auch so ein konkreter, praktischer Tipp, den die Zuhörer auch mal umsetzen können vielleicht. Wie machst du das oder was hast du da für eine Methode, die du den Zuhörern, ist ja auch so ein Coaching-Tipp quasi, den du denen mit auf den Weg geben kannst, was das angeht. Ja, ein Stück weit. Ich bin jemand, für mich ist Natur ein totaler Kraftort. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Thema habe, wo ich eine Entscheidung treffen möchte, die mir nicht leicht fällt, oder aber auch in der Phase von Weiterentwicklung von Projekten oder Ähnlichem, suche ich die Natur auf. Und gut, ich bin hier in München. Ich liebe es, mich einfach am Berg dann auszupowern. Das heißt, ich setze mich einfach morgens ins Auto, fahre in die Berge und mache eine Bergtour. Und auch wenn das vielleicht nicht immer ich mit der Entscheidung zurückkomme oder die Lösung in meinem kreativen Prozess habe, so bin ich einfach einen Riesenschritt weiter. Und ich erlebe das gerade bei Stadtmenschen, dass wir diese Verbindung zur Natur halt einfach sehr, sehr stark verloren haben. Und andersrum ausgedrückt, dass Natur uns hilft, uns einfach nochmal zu erden, nochmal runterzukommen, zurückzukommen zu dem, was wesentlich ist. Die Geburt eines Kindes ist übrigens auch so etwas, das hilft Menschen, nochmal Dinge zu hinterfragen, ja. Ist es wirklich wichtig, dass ich morgens eine Stunde irgendwie im Bad verbringe, um mich hübsch zu machen und zu schminken, um dann irgendwie in die Gesellschaft rauszugehen und zu zeigen, wer ich bin? Oder ist es wirklich das, was in mir veranlagt ist, dass ich jeden Tag zwei Überstunden mache? Und wenn dieses Kind plötzlich da ist, wir einfach merken, hey, ich kann auch ungeduscht aus dem Haus gehen. Ich muss keine Überstunden machen, sondern da gibt es noch etwas anderes, was für mich viel wichtiger ist. Ja, wo ich eher schon mal gucke, so, oh, kann ich nicht irgendwie noch ein bisschen schneller oder kann ich nicht mal zu Hause oder ich nehme mal einen halben Tag frei und habe dann Zeit damit. Und ich glaube, diese ganzen natürlichen Dinge und Natur ist da ein wunderbarer Punkt und das ist ein Grund, warum ich habe das zum Teil schon gemacht, dass ich mit Kunden in die Natur rausgegangen bin, manchmal nur in den englischen Garten, manchmal aber auch tatsächlich, dass wir uns an den Bergen getroffen haben und dann einfach eine Bergtour machen oder an einem See und quasi das Coaching im Gehen. Das Gehen ist ja sowieso etwas, was unser Gehirn auf eine Art und Weise stimuliert, die hervorragend ist, also sowohl um Dinge abzuspeichern, also zu integrieren, zu lernen, aber auch um kreative Prozesse anzustoßen, genauso wie das Abrufen. Ja, also idealerweise würden wir die ganze Zeit im Gehen lernen, im Gehen verarbeiten und auch im Gehen zum Beispiel Schulaufgaben schreiben. Gibt ja da, allein das Stehen macht ja schon einen Fortschritt. Ja. Kennst du ja vielleicht auch, gibt ja so Pilotprojekte, dass Schulklassen Stehpulte haben, die unter Umständen sogar beweglich sind, also Rollen unten haben. Und schlagartig haben sich die Noten verbessert. Ja. Genau, also, und ich glaube, darauf wolltest du hinaus, dass ich gerade plane, wie kann ich meine Coachings noch mehr in die Natur versetzen, damit meine Kunden viel stärker nochmal diesen regenerativen Effekt einfach von so einem Coaching auch haben, weil es kombiniert ist mit dem regenerativen Effekt der Natur. Und aus meiner Sicht, glaube ich, es ihnen noch leichter fällt, zu sich zu kommen. Ja, das kann ich mir total vorstellen, dass das ganz viel bringt. Und jetzt, ich finde die Idee aber auch so schön, jetzt sogar unabhängig von Coachings, einfach wenn jetzt die Zuhörer vor einer wichtigen Entscheidung in ihrem Leben stecken und sich da von dir jetzt inspirieren zu lassen, mit dieser wichtigen Entscheidung mal vielleicht einen längeren Spaziergang in der Natur zu machen und darüber nachzudenken, im Gehen, in der Bewegung, mit den ganzen positiven Effekten, die du eben erwähnt hast, dass das auch unglaublich wichtig sein kann, ein total wertvoller praktischer Tipp auch ist. Das ist sehr, sehr gut.
und unter Umständen gar nicht zu sehr den Fokus auf das Problem legen. Also was ich durchaus auch mache, ist, dass ich eher schaue, dass ich körperlich mich an meine Grenze bringe, damit mein verdammter Kopf endlich mal die Klappe hält und ich einfach nur im Hier und Jetzt bin und sozusagen ich den ganzen Müll mal rausschwitze und dadurch wieder Platz für Neues entsteht. Und Ideen kommen mir dann, weiß ich nicht, während ich dann oben sitze und die Aussicht genieße, oder sie kommen plötzlich zwischendurch oder halt auch mal nicht. Aber in der Summe ist es ein totaler Booster für mich. Und mein Lieblingsbegleiter auf dem Berg ist mein Diktiergerät. Nämlich, gute um Idee, sofort alles festzuhalten. Ja, also ich meine, jedes Smartphone hat mittlerweile auch eine Diktierfunktion. Diese Gedanken, die kommen, einfach kurz draufquatschen, Gold wert. Mega, mega gut. Total toller Tipp. Mache ich ganz genauso. Ich mache das auch immer bei aktuellen Notizen im Handy dann reinnotieren, wenn mir irgendwas einfällt. Weil es halt genauso ist, wie du eben gesagt hast. Das kommt einem dann zum Beispiel, ich kann das auch total nachvollziehen, was du eben gesagt hast, Sport machen, schwitzen, sich total auspowern. Und dann, wenn man regeneriert und eigentlich gar nicht damit rechnet, dann kommen einem so total coole Ideen. Und dann ist es halt wirklich, wenn man sowas dabei hat und es direkt festhält, ein echt richtig wertvoller Tipp, der auch schon wieder mega praktisch ist. Also danke dir auch dafür's Teilen. Das ist richtig, ja, super. Gerne. Jetzt gibt es noch so viel, was ich dich eigentlich fragen könnte, auch bezogen auf Schule und für Schüler. Jetzt kommen wir so ein bisschen Richtung Ende der Zeit. Deswegen würde ich das gerne auf eine Frage beziehen, die jetzt vielleicht nicht nur für Schüler ist. Also wir nehmen das gerade in der aktuellen Corona-Zeit auf. Ich weiß nicht, wann das, wird noch ein paar Wochen dauern, bis es rauskommt. Aber eine Sache, mit der jetzt viele zu tun haben, ist auch so Stichwort Homeoffice oder generell so Lernbedingungen zu schaffen. Ja. Du bist ja auch Experte, was das angeht und noch viel mehr auch im schulischen Kontext. Aber das gilt ja sowohl für Schüler, Studenten als jetzt auch für Menschen zu Hause oder auch auf der Arbeit. Und du hast eben so viele schöne praktische Tipps gegeben, deswegen, wie schafft man es denn, so positive Lernbedingungen für einen herzustellen? Hast du da ein paar Tipps vielleicht? Auch auf die Frage habe ich dich nicht vorbereitet, aber... Nee, das ist ja auch alles gut. Ich möchte da mit einer ganz pragmatischen Sache wieder antworten, die jetzt vielleicht noch gar nicht so sehr auf die mentale Einstellung geht, Ich glaube ja, dass wir alle können uns ja konzentrieren. Ja, also jeder braucht nur mal an etwas zu denken, was er gerne macht. Dann weiß er ist prinzipiell in der Lage, sich gut zu konzentrieren. Die Schwierigkeit entsteht ja nur dann, wenn ich mich versuche, auf etwas zu konzentrieren, was mir vielleicht nicht so viel Spaß macht gerade. Das ist ja das, womit Schüler aus meiner Sicht auch mit am meisten kämpfen. Und ich glaube, die einfachste Art und Weise, sich Konzentration, also es leichter zu machen, sich zu konzentrieren, ist, Ablenkungen zu eliminieren, weil man das physisch ganz einfach machen kann. Ja, wenn ich an einem vollgestopften Schreibtisch bin und dahinter sind vielleicht noch viele Dinge, die mich an etwas erinnern, was ich gerne machen würde, bei Schülern, was weiß ich, ob es die Playstation, ob es das Handy, ob es ein Buch, ob es der Blick aus dem Fenster, egal was ist, macht es alles schwieriger. Und wenn ich einfach nur anfange, diese Ablenkungen zu eliminieren. Das heißt, ich suche mir einen Ort zum Lernen, der auf eine gewisse Art und Weise clean ist, wo im Wesentlichen das ist, was ich jetzt gerade zum Lernen brauche. Das heißt, wenn ich Mathe mache, sollte das Englischbuch nicht da liegen und andersrum genauso, weil sonst lerne ich gerade die Englischvokabeln, aus dem Augenwinkel sehe ich das Mathebuch, Mathe mag ich vielleicht nicht so, denke mir, ach, den Scheiß muss ich nachher auch noch machen. Zack, bin ich mit meiner Aufmerksamkeit nicht mehr da. Ich bin weg. So, und es kostet einfach wieder Energie, zurückzukommen. Und diese Energieverluste zu minimieren, sozusagen mir eine ablenkungsarme Umgebung, und das bezieht sich nicht nur auf einen visuell leeren Schreibtisch, sondern auch zum Beispiel auf etwas, was eine geräuscharme Kulisse hat. Man kann sich natürlich auch da helfen, Noise Cancelling, Kopfhörer oder Oropucks oder egal was. Sieht vielleicht bescheuert aus oder man kommt sich irgendwie komisch vor, aber in dem Moment, wo du dich daran gewöhnt hast, ist es einfach hilfreich. Ja. Es gibt übrigens eine spannende Studie dazu,
Handy. Ich meine, Handy ist Konzentrationsmonster Nummer eins. Und es ist tatsächlich so, wenn das Handy mit im Raum liegt, ist dein IQ messbar niedriger. Nur wenn es da liegt. Das ist ausgeschaltet. Es ist nur da. Du benutzt es nicht, du guckst es nicht an. Es ist nur im Raum. Erst wenn du es in den Nachbarraum verlegst und die Tür zumachst, ist der Effekt nicht mehr messbar gewesen in diesem Experiment. Ja, krass. Also für alle Schüler, für alle Menschen, die irgendwo konzentriert arbeiten wollen, mein Tipp, legt das Handy raus und macht euch, teilt euch eure Lernzeit einfach konkret ein. Sagt, ich mache, es hängt ein bisschen vom Alter ab, also ein Grundschüler sollte wahrscheinlich erst so 20, 25 Minuten am Stück was machen, vielleicht sogar nur eine Viertelstunde und dann schon eine Pause haben. Wir Erwachsenen können bis zu 50 Minuten, wenn wir was Neues aufnehmen wollen, uns ganz gut konzentrieren, ohne große Reibungsverluste zu haben. Das heißt, ich arbeite tatsächlich mit einem Wecker. Ja? Also wenn ich irgendwas an etwas arbeite, wo ich weiß, ich nehme neues Wissen auf, ich mache meistens einen 40-Minuten-Takt, 40 Minuten lernen, 5 Minuten Pause und stelle mir jeweils den Wecker, 40 Minuten lernen oder lesen oder was auch immer, 5 Minuten Pause und habe da einfach so meine Taktung. Und das Handy raus und alle anderen Ablenkungen auch. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht das, was am einfachsten umsetzbar ist. Da braucht man keine großen mentalen Tricks für. Mega gut. Also wieder total, total praktische, wertvolle Tipps. Finde ich ganz genauso auch mit dem, zum einen mit dem Handy, dass es so eine riesige Ablenkung ist, weil sobald es einmal blinkt, zack, ist der Blick drauf und man ist total raus wieder. Dann auch, was du gesagt hast, mit dem auf Zeit das wirklich machen, so gestoppt auf Zeit sich zu konzentrieren, finde ich, macht auch einen riesen Unterschied. Und mit dem Handy weglegen, also ich konnte mich da so gut reinversetzen, ich habe da sogar für mich, weil ich damit auch häufiger Probleme hatte, mit dem mich dann zu konzentrieren, auch beim, um jetzt Hausarbeiten oder im Studium längere Entwürfe zu schreiben, ich habe mir so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so Küchenboxen, die haben so ein Timer oben, und die werden dann verschlossen quasi. Und dann stellt die Zeit ein, wie lange die verschlossen werden. Und ich habe da mal mein Handy reingepackt, weil so war ich halt auf Nummer sicher, dass ich da auf jeden Fall nicht drangehe für die Zeit, wie ich mich jetzt konzentrieren will. Aber es ist ja eigentlich nur die extreme Form von dem, was du gerade erzählt hast. Ja, also ich fand die Tipps mega, mega wertvoll. Also total schön wieder. Dankeschön. Cool, sehr gerne. Total geil, Jan, was du da gerade erzählst, dass du... Im Grunde zeigt es ja, du hast dich selber beobachtet und du hast gemerkt, wie du tickst. Und dann hast du für dich eine Lösung gefunden, die dir einfach hilft, Dinge umzusetzen. Ja? Ja. Und ich glaube, je besser wir uns kennenlernen und je mehr wir auf solche Dinge achten, desto mehr solcher Tricks können wir verwenden. Ich habe ewig gebraucht, bis ich so achtsam am Schreibtisch saß, dass ich gemerkt habe, wenn ich mich zum Beispiel bewegen muss. Und dann kann ich natürlich noch da sitzen bleiben und versuchen, irgendwas zu Ende zu bringen, auf Teufel komm raus, mit einem total niedrigen Energielevel und dementsprechend auch einer langsamen Geschwindigkeit. Oder ich mache einfach die Pause, drehe eine Runde um den Block oder je nachdem, wie es ist, gehe auch mal tatsächlich das 20 Minuten laufen oder so. Und bin danach einfach regeneriert und kann dann wieder voll durchstarten. Mega gut, ja. Noch eine Sache dazu, weil mir es jetzt eingefallen ist, du hast jetzt so 40 Minuten so als optimales Zeitlimit für dich genommen etwa. Womit hast du angefangen? Würdest du das empfehlen, den Leuten auch direkt so zu versuchen, mit 40 Minuten anzufangen? Oder hast du da andere Tipps, wie man das am Anfang gestalten sollte? Jetzt eher für Erwachsene. Also ich habe direkt mit 40 Minuten auch angefangen. Ich habe das halt irgendwann mal, bin ich halt einfach darüber gestolpert, wie diese Zeitspannen sind, beziehungsweise man kennt das ja, es gibt ja so Experimente, man lässt Leute 2 Stunden lang lesen und dann befragt man sie zu den Textinhalten und vom Anfang wissen sie viel und vom Ende wissen sie viel und da drin ist einfach so eine totale Delle, ja. Und für mich ist das halt dann irgendwie verschwendete Zeit gewesen. Und dann habe ich halt einfach irgendwie geguckt,
Und man sagt irgendwie, Erwachsene so bis zu 50, 55 Minuten, da ist das ganz gut, da ist diese Delle in der Mitte einfach sehr gering. Und dann habe ich für mich überlegt, was ist denn so ein Rhythmus, wo ich mich A, total leicht für motivieren kann, dafür darf aber nicht zu lang sein, und der für mich dann tatsächlich auch so ein bisschen handelbar war zum vom Timing her. Ja, so die 40 Minuten plus 5 Minuten Pause ist einfach eine Dreiviertelstunde, dann zwei Einheiten sind anderthalb, und das lässt sich halt für mich gut rechnen. Ja. Wer da jetzt gerne sagt, hey, ich mache jetzt 55 Minuten und dann eine Stunde, das lässt sich vielleicht noch leichter rechnen. Ich glaube, die Grenze war bei 50 Minuten, deswegen bin ich dann eher nach unten gegangen. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, mit diesen 40 Minuten, nach diesen 5 Minuten habe ich fast richtig Bock schon wieder, mich 40 Minuten hinzusetzen, und das ist einfach ratzfatz vorbei. Ja? Und dann sage ich, halt, ich mache jetzt 40 Minuten. Und dann mache ich 5 Minuten Pause. In der Zeit gucke ich idealerweise nicht aufs Handy, weil das weiterer Input ist und mein Gehirn das dann sozusagen sich nicht kurz regenerieren kann, sondern idealerweise was trinken, vielleicht kurz auf Toilette gehen, essen, wenn ich Hunger habe, und bewegen, kurz bewegen. Ja, das kann ich auch bei mir im Arbeitszimmer machen, 10 Liegestützen, 30 Sekunden Kniehebelauf oder sowas. Einfach den Kreislauf in Schwung bringen. Ja. Frische Luft rein. Sauerstoff. Ja, mega gut. Auch diese Bewegungspause zwischendurch. Total toll. Ja, du hast, Tom, nur so viele praktische, schöne Tipps gegeben. Jetzt, bevor ich zu den abschließenden Fragen komme, wir haben auch noch gar nicht über deinen Talk geredet. Den werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Du hast einen sehr inspirierenden und tollen Talk bei Gedankentanken gehalten. Danke. Kann ich jedem Zuhörer und Zuschauer auf jeden Fall empfehlen, sich auch mal anzugucken. Ist auf jeden Fall verlinkt. Kannst du, bevor wir jetzt zu den letzten Fragen kommen, einmal den Zuhörern und Zuschauern erzählen, wenn sie jetzt Interesse an einem Coaching haben oder Interesse an dir gefunden haben, wie sie mit dir in Kontakt treten können oder mehr über dich und was du repräsentierst herausfinden können? Das Einfachste ist tatsächlich einfach meine Webseite www.startupyourlife.de, alles zusammengeschrieben. Verlinkst du vielleicht auch am besten einfach unten drunter. Da gibt es die Möglichkeit, sich kostenlose Kennenlerntermine mit mir zu buchen. Einfach online ist das alles, kannst du einfach durchklicken, siehst du dann, wann ich Zeit habe, ist eine halbe Stunde, ist völlig unverbindlich. Da kann man mit mir dann gut ins Gespräch kommen. Da tasten wir ab, wo steht derjenige, wo möchte er hin. Und Ziel dieses Gespräches ist das in erster Linie, dass sich der Mensch entscheiden kann, ob er mit mir zusammen an diesem Ziel arbeiten möchte oder nicht. Und dann geht's weiter. Und genau, vom Thema her gibt es verschiedene Themen, die findest du auch auf der Homepage, wo ich Menschen begleite. So mein Kernthema ist es tatsächlich, vor allem bei jungen Menschen, die dabei zu unterstützen, herauszufinden, in welche Richtung es gehen soll. Ja, mega wertvoll. Also kann ich wirklich den ganzen Zuhörern und Zuschauern nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Dann, ich werde es auf jeden Fall auch alles verlinken. Dann kommen wir jetzt aber nochmal zu den abschließenden Fragen, die ich immer allen Gästen stelle, auf die ich dich auch nicht vorbereitet habe. Deshalb, das werden dann jetzt schön spontane Antworten. Und zwar heißt der Podcast so auch mit Absicht die Glücksschmiede, weil einfach so die Idee dahinter ist, so auch so Tools den Zuhörern zu geben, was sie tun können, um wirklich ihr Glück selber in die Hand zu nehmen. Ja. Und wenn du jetzt quasi eine Anleitung schreiben müsstest und das auf 3 Tipps beschränken müsstest, damit jemand wirklich glücklich und erfüllt leben kann, was wären so in deiner Meinung nach die wichtigsten 3 Sachen, die man im Leben umsetzen sollte, um glücklich und erfüllt zu leben? Was sind da so deine 3 Tipps an die Zuhörer und Zuschauer? Ganz spontan. Die 3-Schritte-Anleitung, die sich jeder wünscht. Okay, dann hauen wir richtig, die doch einfach jetzt mal raus. Richtig. Also, ich priorisiere sie jetzt erstmal nicht, sondern ich sage einfach mal Schritte. Ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt ist, sich zum einen damit zu beschäftigen, wie ich denn gerne leben möchte. Denn wenn ich keine Vision habe, wenn ich keine Idee habe, wo ich hin möchte, dann kann ich auch nirgendwo ankommen. Ja, wenn ich kein Ziel habe, dann bin ich wie ein Schiffchen auf dem Meer, ohne Kompass, ohne Orientierung, und dann
segeln die allermeisten Menschen halt einfach dahin, wo es gerade Spaß macht. Und kein Mensch würde auf die Idee kommen, gegen den Sturm zu kreuzen, wenn ich nicht genau weiß, dass ich dahin möchte. Auf der anderen Seite, wenn ich weiß, ich möchte dahin, dann werde ich aber nicht freudestrahlend in die andere Richtung segeln, nur weil der Wind gerade für die andere Richtung günstiger ist. Das heißt, auf der Punkt 1, sich Gedanken darüber zu machen, was macht mich denn glücklich und wie könnte das Leben aussehen? Ein zweiter Punkt ist, das Leben annehmen, wie es ist. Ich habe gestern von Bodo Schäfer ein schönes Zitat gelesen. Ich bin froh, dass es ist, wie es ist, denn wenn ich nicht froh wäre, wäre es trotzdem so. Und das ist einfach total gut zusammengefasst. Das klingt jetzt vielleicht paradox zu dem ersten Punkt. Ja, akzeptiere dein Leben so, wie es ist, und auf der anderen Seite mach dir Gedanken darüber, wie du hin willst. Ich sehe da keinen Widerspruch. Ich kann ja erkennen, wo ich stehe und Frieden damit schließen und gleichzeitig weitergehen. Wenn ich aber permanent im Widerstand bin mit meinem aktuellen Leben, dann geht so viel meiner Energie in diesen Widerstand, in das Jetzt, dass ich gar nicht vorwärts komme. Das heißt, mach dir Gedanken darüber, wo du hin willst, akzeptiere das Leben, wo du bist, schließ Frieden damit. Und eine Möglichkeit aus meiner Sicht ist Dankbarkeit. Dankbarkeit, finde Dinge in deinem Leben, für die du dankbar bist. Und wenn du nichts findest, dann such weiter. Dann hast du nicht ausreichend gesucht. Ich hatte mal einen Vater, der so Schwierigkeiten mit seinem Sohn hatte. Und er hatte sich dann für sich die Idee entwickelt, er möchte beginnen, seinen Sohn zu loben. Und beim nächsten Mal hat er dann gesagt, ich habe nichts gefunden, wo ich meinen Sohn für loben könnte. Das liegt aber nicht daran, weil es nichts gibt, sondern das liegt an ihm, weil er es noch nicht sieht. Und finde Dinge, für die du dankbar bist. Und jetzt sage ich noch einen dritten Punkt. Na, im Prinzip hast du ja drei Punkte schon gesagt. Also ich fand die auch sehr, sehr schön. Also eine klare Vision, zu akzeptieren, wo man ist, und das widerspricht sich nicht, weil man glücklich sein kann und trotzdem mehr aus seinem Leben machen will. Ja. Und um diesen Weg dann glücklich zu gehen, nach Sachen Ausschau zu halten, für die man dankbar ist. Also ich finde das wunderbare drei Tipps für ein glückliches und erfülltes Leben aus dem Stegreif vor allem jetzt so. Das ist sehr, sehr gut. Okay, gut, wunderbar, dann passt. Was ist denn für dich ein glückliches und erfülltes Leben, Tom? Für mich ist es Zeit mit meiner Familie. Es ist Zeit für mich auch, Zeit in der Natur. Und es ist, wenn ich miterlebe, wie Menschen alte Denkmuster verlassen, alte Denkblockaden hinter sich lassen und neue Wege plötzlich möglich werden. Und aus einem, das geht nicht oder das kann ich nicht oder das schaffe ich sowieso nicht, plötzlich ein vielleicht geht's ja doch wird. Mega. Total schön. Und das verkörpert auch echt ganz viel von dem, was du jetzt hier erzählt hast und wie du rübergekommen bist. Das ist echt total inspirierend. Bevor ich jetzt noch ein paar abschließende Worte dazu finde, würde ich dich noch gerne bitten, den Zuhörern und Zuschauern, wenn du jetzt denen eine Hausaufgabe geben könntest, eine Sache, die sie sofort machen können, nachdem sie den Podcast gehört haben oder sich das Video hier angeschaut haben dazu, was sollten sie dafür tun? Oder was sollten sie machen? Eine Hausaufgabe. Ja. Ich schweige gerade nicht, weil ich keine Idee habe, sondern weil ich nicht weiß, welche ich nennen soll. Das ist sehr schwierig, das auf eine zu beschränken. Ne? Ich nehme jetzt einfach
eine, die auch ein bisschen dem entspricht, was wir eben schon mal hatten, diesem machen ersten kleinen Schritt. Und zwar nimm dir jeden Tag 5 Minuten. 5 Minuten, die du aber wirklich für dich hast. Also nicht 5 Minuten in der Küche beim Kochen, das meine ich nicht. Sondern 5 Minuten Ruhe für dich, Handy kurz aus, Frau, Mann, Kinder irgendwie nicht da, wo du dir Gedanken darüber machst, in welche Richtung du dein Leben weiterentwickeln möchtest. Und wenn du da wenn du dann vielleicht so vielleicht auf irgendeinen Wunsch auch, vielleicht auch einen Wunsch wiederentdeckst, gar nicht neu entdeckst, häufig sind das auch Dinge, die wir in uns begraben haben, wiederentdeckst, dann stell dir mal die Frage, wo könntest du von heute an in einem Jahr stehen in Bezug auf diesen Wunsch, wenn du das wirklich zu einer Priorität machen würdest? Ja, ganz wichtige Hausaufgabe, dass wenn die Zuhörer und Zuschauer das jetzt machen, das wäre wirklich wunderbar. Und ich hoffe, dass jetzt auch mit dem, was ich sowieso noch sagen wollte, du hast so viele wirklich praktische und total Sachen, ja, na, nicht sind, aber doch auch sind einfach Sachen, die man direkt umsetzen kann, uns geteilt. Und das ist wirklich unglaublich wichtig für alle, die zugehört haben, und unglaublich schön auch für uns. Und deshalb wirklich ganz, ganz vielen Dank, Tom, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so viele, ja, praktische Sachen auch geliefert hast, neben deinen sowieso sehr inspirierenden Geschichten. Also danke, dass du hier warst. Ja, sehr gerne, Jan. Wirklich vielen Dank nochmal für die Einladung. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal, wo wir uns irgendwo über den Weg laufen. Man sieht sich ja immer mindestens 2-mal. genau, und danke dir, dass du neben deiner so unglaublich wertvollen Funktion als Lehrer einfach auf diese Art und Weise auch noch einen Beitrag leistest. Ich meine, du bist quasi an der ganz vorne einfach da und leistest einfach da deine Arbeit. Und ich möchte dir an der Stelle einfach mal wirklich meinen Dank aussprechen, den ich Lehrern gegenüber empfinde. Ich finde, den Beruf eines Lehrers zu ergreifen, erfordert viel Mut und viel Hingabe. Aus allem, was ich wahrnehme, ist das alles andere als leicht. Und ihr macht es zu eurer Aufgabe und zu eurem Lebensinhalt, den Kindern unserer Gesellschaft einen möglichst guten Start in das Leben zu bieten. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Danke. Oh, danke, das sind sehr, sehr bewegende und total schöne Worte, Tom. Vielen, vielen Dank.